Willkommen zum neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie man einen Kolben und einen Zylinder korrekt montiert. Das Ganze dauert ca. 15 Minuten. Ihr benötigt dazu den Zylinderkit. Bei diesem enthalten sind jeweils Stehbolzen für Ein- und Auslass, Kolbenbolzen sowie Kolbenbolzensicherungen, der Kolben selber, die Kolbenringe, der Zylinderkopf, natürlich auch in diesem Falle eine andere Kerze, Mischöl, um das Ganze schon mal einzuölen bei der Montage, und unsere speziellen Stehbolzen, welche wir euch nachher auch noch genau zeigen werden. Ihr benötigt folgendes Werkzeug: eine Spitzzange, eine kleine Ratsche mit Zehnernuss, Loctite, einen Drehmomentschlüssel und dieses kleine Werkzeug zusammen mit einem 17er Schlüssel, um die Stehbolzen sauber montieren zu können. Als ersten Schritt beginnen wir gleich mit den Stehbolzen des Zylinders. Diese haben jeweils eine kurze Seite mit Gewinde und eine längere Seite mit Gewinde. Wir nehmen die kurze Seite und montieren diese Richtung Motorengehäuse. Bei Bedarf können diese mit Loctite montiert werden. Wir drehen zuerst einmal von Hand an, soweit wir sie reinbekommen. So, nun verwenden wir unser Werkzeug, welches wir hier direkt auf den Stehbolzen aufdrehen können. Und danach mit dem 17er Schlüssel vorsichtig reindrehen, bis wir am Ende des Gewindes angelangt sind und der dicke Teil des Stehbolzens sauber am Gehäuse anliegt. Das Ganze machen wir nun mit allen vier Stehbolzen. Auch hier ist darauf zu achten, nicht mit zu viel Druck, nicht dass das Gewinde im Motorblock ausreißt. Wir verbauen hier einen 44 mm Zylinderkit von Swing. Hier ist darauf zu achten, dass die Rennsatzsicherung hinten im Gehäuse bereits entfernt worden ist. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr diese entfernt, haben wir auch dazu bereits ein Video gemacht. Als ersten Schritt montieren wir die Zylinderfußdichtung. Nun ist auch darauf zu achten, bei der Montage von Kolben, welche einen größeren Durchmesser haben, dass wir hier auch breitere Nadellager verwenden, da diese ansonsten hin und her wandern können. Ihr seht nun, dass das Nadellager hier ein bisschen Spiel hat, hin und her, das soll es auch haben, aber es darf nicht zu viel haben, da es ansonsten zu weit hin und her wandern kann. So ist gewährleistet, dass die Lagerung immer sauber auf dem Pleuel und auf dem Kolbenbolzen ist. Nun bereiten wir den Kolben für die Montage vor. Als erstes montieren wir die Kolbenringe. Auch dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Bei der Montage der Kolbenclips ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Öffnung der Clips immer nach vorne schaut. Also sprich, der Kolben läuft so hin und her und die Öffnung schaut gerade nach vorne. Um uns die Montage etwas leichter zu machen, verbauen wir den Kolben nun bereits in den Zylinder, sodass wir danach nur noch den Kolbenbolzen und den zweiten Clip einfahren müssen. Auch hier wichtig, darauf zu achten, der Pfeil muss nach unten Richtung Auslass schauen. Bevor wir den Kolben montieren, ölen wir den Kolben nochmals, sowie auch den ganzen Zylinder in der Lauffläche sauber ein mit Zweitaktöl, sodass der Kolben am Anfang genug geschmiert ist. Nun fahren wir den Kolben so weit ein, dass der Kolbenbolzen noch problemlos hier zwischen dem Zylinderhals eingefahren werden kann. Bevor wir nun den Zylinder und den Kolben montieren, verbauen wir noch die Einlass- und Auslassstehbolzen. Hier empfehlen wir euch, mittelfestes Loctite zu verwenden. Diese können nun von Hand direkt eingebaut werden. Auch das Nadellager sollte vor der Montage sauber eingeölt werden. Dieses wird nun bereits im Pleuel platziert und wir fahren mit dem Zylinder vorsichtig auf die Stehbolzen ein
wir fahren so weit ein, bis das vordere Lager bzw. das Pleuellager auf Höhe des Kolbens ist, sodass wir den Kolbenbolzen, welchen wir auch bereits geschmiert haben, seitlich direkt einfahren können. Ihr könnt nun mit leichten Bewegungen am Kolben sowie an der Pleuelstange den Bolzen eindrücken. Nun montieren wir noch die zweite Kolbenbolzensicherung, sodass der Bolzen auf beide Seiten gesichert ist. Wichtig hier bei diesen Kolbenbolzensicherungen: immer die mitgelieferten Sicherungen für den jeweiligen Kolben verwenden. Es gibt verschiedene Formen und Ausführungen dieser Sicherungen und nicht alle Sicherungen passen auch für den jeweiligen Zylinder. Somit immer die mitgelieferten Bolzensicherungen für den Kolben verwenden. Auch hier wieder die Ausrichtung nach vorne, sodass der Clip sauber im Kolben hält und nicht herausfallen kann. Nun können wir den Zylinder sauber auf den Stehbolzen nach hinten drücken. Als nächsten Schritt montieren wir die Zylinderkopfdichtung. In unserem Fall haben wir nun spezielle Stehbolzen montiert, welche den Zylinder perfekt ausmitten, sodass dieser kein Spiel darauf hat. Hat den großen Vorteil, dass wenn wir danach den Zylinderkopf montieren, dass auch dieser perfekt auf den Zylinder ausgerichtet ist und kein Spiel hat. Je nach Hersteller kann es sein, dass die Löcher der Zylinderkopfdichtung noch etwas ausgeweitet werden müssen bei diesen Stehbolzen. Hier beim Swingzylinder sind diese bereits im richtigen Durchmesser. Sollten Sie das nicht haben, könnt ihr diese mit einer Reibale ein wenig aufweiten. Wenn wir die Zylinderkopfdichtung montiert haben, kommt noch der Zylinderkopf. Auch diesen fahren wir sauber auf die Stehbolzen ein, sodass dieser perfekt ausgerichtet ist. Nun haben wir auch hier noch spezielle Muttern mit den passenden Scheiben, welche die Muttern sogleich auch sichern. Es handelt sich hierbei um spezielle Scheiben, welche eine leichte Bombierung haben, wie ihr hier seht, und hier oben noch eine Verzahnung. Die Scheibe wird so montiert, dass die Verzahnung nach außen zur Mutter schaut. Nun montieren wir noch unsere Flanschmuttern. Diese setzen wir nun nur mal leicht an. Nun ist es hier sehr wichtig, immer über Kreuz anziehen und das passende Drehmoment zu verwenden. Wir ziehen hier das Ganze mit 10 Newtonmeter an. Wir ziehen hier nun jeweils immer schön über Kreuz. Schön vorsichtig alle Muttern an. Ihr habt es bereits gehört, das erste Mal hat es geklickt. Hier. Dann machen wir nochmals eine Kontrollrunde. Diese sollten nach der ersten Fahrt, wenn der Motor ausgekühlt ist, nochmals kontrolliert werden und gegebenenfalls nachgezogen werden. Als letzten Schritt montieren wir noch die Zündkerze. Wir verwenden hier bei diesem 44 mm Zylinderkit eine B7HS NGK-Kerze. Übrigens haben wir bereits auch schon ein Video gemacht über die Bezeichnungen und die Montage von Zündkerzen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Schrauben. Tschüss!